God gives us intelligence to uncover the wonders of nature. 15, 40. Und Sie haben auch an der Reaktion von Todd Martin gehört, wie sehr der hier drin ist, wie bissig er agiert. Zwei Breakbälle. Ein glatter Vorhandschuss. 5-4 Break 4 für Martin. Für die Möglichkeit, mit 2-1 nach Sätzen in Führung zu gehen. Dankeschön. Ist wohl eine Seite gerissen. Also läuft jetzt einiges schief für Becker, der diesen Ball nicht in der Mitte, sondern am Rahmen traf. Und dann sind ja zumeist die Seiten so empfindlich, dass sie sofort durchreißen, wenngleich seine Schläger so gespannt sind, dass jede Seite für sich die gleiche Spannung und Zugkraft hat. Ganz besonderes System. Die altbekannte Variante, wenn man dringend einen Punkt braucht. Und somit steht Todd Martin ganz kurz vor dem Gewinn des dritten Satzes. Das tut er mit einem erneut guten und platzierten Aufschlag. Sie erinnern sich. Die sichere Variante auf der Seite. Immer wieder dieser Cross. Da ist auch die Wegstrecke ein bisschen länger. Das heißt mehr Sicherheit beim Aufschlag. Und dazu dreht sich eben der Ball noch vom Gegner weg. Ganz prägende Variante auf diesem Boden. Klasse. Es bleibt ja irgendwie die Hoffnung auf den Mythos
Boris Becker, der unzählige Matches in seiner Karriere schon rumgerissen hat. Im Aus. Ein richtig gehender Flattervolley. Das war eben zu wenig Spannung eben bei diesem. Ist bestimmt kurz davor, so eine Art inneren Schweinehund zu überwinden. Sich noch mal reinzuhängen, auch in dem Gedanken, dass auch der fünfte Satz lang sein könnte. Da ist er noch lange nicht. Sensationell. Der ganze Ballwechsel von beiden. Man darf da nicht nur Boris Becker Respekt zollen. Allein dieser Ball hier nach diesem unterschnittenen Rückhand-Longline von Martin. Und dann die Variante falscher Fuß. Das war eine Mischung aus Tennis, Intelligenz, Beweglichkeit und vor allen Dingen reine Nervensache. Absoluter Paradeschlag von Todd Martin. Wird ja hauptsächlich gelehrt in den Staaten in Amerika, die beidhändige Rückhand von Beginn an. Vorteil, Advantage Becker. Lassen Sie uns gemeinsam durch. Den würde ich auch eher ausgesehen haben, aber lassen wir das lieber. Regt sich nach wie vor auf. Eine von drei Breakmöglichkeiten abgewehrt. Da haben wir nochmal dieses Kontrollgerät des sogenannten magischen Auges, das ja auch genau justiert werden muss. Jeden Morgen wird das getan. Und das sich auch ab und an
wohl irren kann. Das haben wir relativ deutlich gesehen, einige Male. Mal sehen, ob Becker sich beruhigen kann. Das ist nicht die Problemseite gewesen. 30-40. Jetzt wird es schwierig. 30-40. Jetzt fällt es vor allen Dingen schwer, den Aufschlag so zu platzieren, dass der Gegner echte Schwierigkeiten hat, sich optimal vorzubereiten. Das letzte gibt, um den fünften Satz zu erreichen. Optimal getroffen. In der Vorwärtsbewegung. Und das nach fast 3,5 Stunden. Vorteil, Advantage Martin. Spiel. Gern Martin. Mit dem insgesamt. Es ist nicht zu glauben. Aber nicht nur das, was Boris Becker da veranstaltet, auch Todd Martin, der ja scheinbar so langsam ist. Er bewegt sich und läuft für seine Körperlänge. Und vergessen wir nicht die Schuhgröße, 48, außerordentlich gut. Aber in dem Match hier sehen wir spätestens in diesem vierten Satz all das, was wir uns erhofft haben. Vielleicht auch Satz Nummer 5. Dankeschön. Gute Länge. Becker.
sollte ein überraschender Angriff werden. Ging aber nach hinten los, denn Martin spielte den vorletzten Ball sehr kurz und zwang den Gegner zu einem Halbfußball. Und das ist immer eine relativ ungünstige Ausgangsposition. Der Tiebreak ist ein faszinierendes, aber auch manchmal ein richtig grausames Spiel. Also alles ausgeglichen. Boris Becker hat ja gesagt, ist eine gute Idee, dass man bei diesem Turnier hier, wie bei den Grand Slam Turnieren auch, im letzten Satz durchspielt. 4-3, 4-3, Martin. Vier Beine. Vor. Besser geht's nicht. Der Return war die Voraussetzung, sodass Becker den Flugball nur zurückspielen konnte. Und dann Martin, ein verdeckt geschlagener Rückhandlob, der überhaupt nicht zu erkennen war. Becker zudem nach dem Durchlaufen sehr weit vorne. Alle Chancen jetzt für Todd Martin. Wunderbar getimt. Zwei Punkte braucht er noch. Ganz ruhig ist es geworden in der Olympiahalle. Todd Martin hat nach 3 Stunden, und Sie sehen es selbst, 23 Minuten, 2 Matchbälle zum Einzug ins Finale des Compact Grand Slam Cups. Peter Roy. Vielleicht der längste Ballwechsel in diesem Spiel. Und Todd Martin gewinnt nach einem hochklassigen Viersatzmatch gegen Boris Becker. Der entspannt lacht. Ich glaube, der auch weiß, dass Martin vor allen Dingen immer wieder dran war. Dank seines exzellenten Aufschlagspiels, aber auch dank der Returns. Denn da war Becker vor allem